Hierzulande geht der Streit über die Flüchtlingspolitik weiter. SPD-Chef Gabriel verlangt ein Ende der, Zitat, chaotischen Zuwanderung. CSU-Chef Seehofer droht wieder einmal mit einer Verfassungsklage. Der große Aufreger heute ist aber ein Vorschlag von Finanzminister Schäuble. Mit einer europaweiten Sonderabgabe auf jeden Liter Benzin will er die nötigen Gelder zusammenbekommen, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Frank Buchwald. Tanken günstig wie lange nicht mehr. Der niedrige Ölpreis freut die Autofahrer und verlockt den Finanzminister. Per Zeitungsinterview bringt Schäuble eine europäische Benzinsteuer ins Gespräch. Geld, um Europas Grenzen gegen illegale Einwanderer zu sichern. Wenn die Mittel in den nationalen Haushalten und dem europäischen Haushalt nicht ausreichen, dann lasst uns zum Beispiel vereinbaren, dass wir eine Abgabe auf jeden Liter Benzin erheben. Ein Flüchtlingszuschlag für Europas Autofahrer? Mit dieser Idee sticht Schäuble in ein Wespennest. Klares Nein vom Koalitionspartner. Ich halte es für völlig unverantwortlich, wenige Wochen vor wichtigen Landtagswahlen, wo es um die Frage geht, ob die politische Rechte sich etabliert in Deutschland, einen Vorschlag zu unterbreiten mit dieser Flüchtlingsmaut, der die Gesellschaft spaltet und wo sich die Rechtspopulisten geradezu die Hände reiben. Es ist wie eine Sondersteuer für die AfD, wenn man sowas vorschlägt. Aufschrei bei der Linkspartei. Sarah Wagenknecht wiederholt ihre Forderung nach einer Vermögensteuer. Auch die Grünen sehen Schäuble anderswo in der Pflicht. Wenn Herr Schäuble mal auf europäischer Ebene endlich eine Steuer durchsetzen wollen würde, da gäbe es die Finanztransaktionssteuer, die seit Jahren versprochen ist und nicht kommt. Auch die Union bremst ihren Minister. Neue Steuern für Flüchtlinge werde es nicht geben. In Deutschland sind wir gut aufgestellt. Ich habe auch noch mal verdeutlicht, wir haben ja einen Haushaltsüberschuss. Und es liegt nicht an der mangelnden Solidarität unserer Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb wird es so etwas nicht geben. Versuchsballon des Finanzministers schnell wieder eingefangen. Die Diskussion aber zeigt, wie empfindlich Politik inzwischen reagiert, wenn es um Flüchtlinge geht.